Warum sage ich euch das? Brüder und Schwestern, weil viele Muslime heutzutage sich von der Religion wegbringen lassen, weil ihnen irgendwelche Forderungen gestellt werden. Blödes Integrationsgelaber und so weiter. Was heißt das Integration? Hat euch schon mal einer genau definiert, was mit Integration gemeint ist? Ich frage die Muslime. Die Muslime hier sollen mir sagen, was, ob sie irgendwo mal gehört haben, außer das Wort Integration, was man mit Integration meint. Hat irgendein Muslim, wurde ihm das gesagt? Nee. Im Fernsehen, es wird immer erzählt, Integration, Integration und die Integration ist gescheitert und Integration dies und die Integration das. Was ist damit gemeint mit Integration? Meinen Sie damit, dass es viele Muslime gibt, die vielleicht keinen Schulabschluss haben? Meinen Sie damit, dass es viele Muslime gibt, die im Knast sitzen? Meinen Sie damit, dass es viele Muslime gibt, die das eine oder andere Schlechte machen? Oder die Sprache nicht können? Ich fange an mit dem Schulabschluss. Wenn es um den Schulabschluss geht, wir als muslimische Prediger sind voll und ganz damit einverstanden mit dieser Integration, dass Muslime sich in der Schule verbessern und Abitur von mir aus machen oder Universitätsabschluss. Wir sind voll einverstanden, weil der Islam nicht dagegen ist. Der Islam ist dafür. Geht es um die Gewalt von Jugendlichen? Wir sind voll dafür, für diese Integration, dass diese Jugendlichen auf den richtigen Weg kommen. Aber warum lässt man uns nicht ran? Hier, man zeigt immer Bilder aus Neukölln und Kreuzberg und was weiß ich, aus irgendwelchen Vierteln, von irgendwelchen hier Hardcore-Rapper, Muslim, keine Ahnung. Ja? Lasst uns doch mal 3 Monate, oder gebt mir 4 Monate, nach Neukölln. Gib uns Mittel, dann geht die Kriminalitätsstatistik um 40% runter. Das ist der Punkt. Wir sind für diese Integration. Die Sprache? Wer kann denn hier nicht die deutsche Sprache? Ist das islamspezifisch? Ich bin dafür, diese Integration, ich bin dafür, dass die Muslime die deutsche Sprache perfekt beherrschen. Ich bin dafür. Da haben wir kein Problem mit. Der Islam sagt nicht, du sollst die deutsche Sprache nicht lernen. Der Islam sagt nicht, du sollst in der Schule nach der 8. Klasse von der Schule runtergehen. Der Islam sagt nicht, du musst ins Gefängnis gehen oder du sollst kriminell sein. Im Gegenteil. Der Islam sagt, du sollst Wissen erwerben. Der Islam sagt, du sollst dich vernünftig benehmen, nicht kriminell sein. Und der Islam hat nichts dagegen, dass du die Sprache lernst. Und das ist sogar dafür, dass du die Sprache lernst. Aber gibt es hier irgendjemanden, der die Sprache nicht kann? Ich frage euch mal ganz ehrlich, die meisten von euch können garantiert Deutsch besser als Arabisch. 100%. 100%. Ich frage, ich stelle euch eine Frage. Von den arabischen Jugendlichen, die hier sind, wir haben heute sehr viele hier, ja? Wer ist hier aufgewachsen und hier geboren? Von arabischen Jugendlichen. Bitte alle aufzeigen. Okay. Ich gebe euch jetzt, die hier aufgewachsen sind und nicht zur arabischen Schule gegangen, okay? Okay, ich gebe euch jetzt einen Satz auf Hocharabisch. Und da will ich sehen, wer den übersetzen kann. Wir machen erstmal einen schweren Test. Wer kann mir das übersetzen? Okay, ich gebe zu, das ist schwer. Malakum takakatum alayya katakakuikum ala di jinnatin franku anni. Das ist ganz einfach. Nee, das ist total kompliziert. Das ist schwer. Das ist eigentlich mehr Spaß gewesen. Okay, ich gebe euch was anderes. Ich gebe euch was Leichtes. Ich weiß, die Libanesen und die Palästinenser sind sehr nah am Hocharabischen. Deswegen kann es gut sein, dass die das verstehen. Aber ich gebe euch mal eine Sache, die ich eben zum Beispiel gesagt habe. Da habe ich gesagt, oder ich muss mal irgendwann mal überlegen, was mir einfällt. Ich sage jetzt zum Beispiel, فَإِنَّ أَكْثَرَ آيَاتِ كِتَابِ اللَّهِ الَّتِي تَدُورُ عَنِ الرَّجَاءِ تَدُورُ حَوْلَ الْقُنُوتِ وَالْرَحْمَةِ. Das ist vielleicht doch ein bisschen zu kompliziert. Warte mal. Ich muss mir was Schönes überlegen. Zum Beispiel, ich gebe euch was, genau.
Erlem, erlem, enna nawaqid al-islam ashara nawaqid. Ganz einfache Dings. Was heißt das? Wer kann mir das übersetzen? Erlem, enna nawaqid al-islam ashara nawaqid. Wer kann mir das von den Arabern, die hier aufgewachsen sind, nicht im arabischen Land aufgewachsen sind, kann mir das übersetzen? Nawaqid, Nawaqid, Naqid, Nawaqid, Naqid. Nee, nee. Ist fast richtig, was du sagst, Gegensätze. Ist fast. Also, das heißt, wisse, dass die Dinge, ein Naqid ist ein Mufsid, etwas, das etwas kaputt macht, wie ein Gegensatz, steht dem Islam entgegen. Wisse, dass die Dinge, die dem Islam entgegensetzen, die den Islam kaputt machen, 10 Nawaqid, 10 Islam kaputtmacher sind sozusagen, oder 10 kaputtmacher, so kann man es übersetzen. Ihr könnt mir das sinnlos, ich gebe euch etwas anderes. Uridu an usafira ila baladi likay azura zawjati. Hey. Wer kann das übersetzen? Kannst du das nicht übersetzen? Uridu an usafir ala baladi likay azura zawjati. Ja, dann gib sinngemäß wieder. Sinngemäß. Ja, bitte. Ich will zu meinem Land besuchen, um meine Frau zu besuchen. Ja, genau. Das ist ziemlich einfach, aber du bist bestimmt aus Palästina oder Libanon oder so, ne? Ja, ja, weil das sehr nah zum Hocharabischen ist. Okay, aber was ich damit sagen will ist, man versteht die deutsche Sprache besser. Aber meinen Sie, was meint man, warum heute so viele Jugendliche hier sind? Weil sie die deutsche Sprache besser verstehen als Hocharabisch. Das ist der Punkt. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, wir haben ja gar nichts dagegen, aber hier wird von uns was erwartet. Und das ist die Frechheit und deswegen müsst ihr den Mund aufmachen. Ja, es wird der Islam wird in Verbindung gebracht mit irgendeinem Jugendlichen, der im Omnibus oder im Bus einen alten Rentner zusammenschlägt. Was hat das mit Islam zu tun? Ja, das ist eine Frechheit. Und da muss man den Leuten mal Bescheid sagen, was das soll. Subhanallah, wie ich jetzt in Berlin gewesen bin vor 2 Wochen, wisst ihr, wen ich da treffe? Da gehe ich über die Straße, auf einmal kommt jemand zu mir, ein Deutscher. 50 Jahre. Sagt zu mir, ist jetzt nicht der Herr Vogel, Pierre Vogel? Ich sage, ja. Der war irgendwie vom Bürgermeister, vom Integrationsrat und so weiter. Da habe ich mich mit ihm unterhalten. Was ist denn ihr Ziel? Ja. Aber ich sage dir, das Ziel ist, und er hat dann über diese ganzen Sachen geredet, ja, Jugendkriminalität und so weiter. Hallo, wie kannst du Jugendkriminalität mit dem Islam in Verbindung bringen? Was hat denn der muslimische Kiffer mit dem Islam zu tun? Muslimischer Zuhälter, Türke, Tunesier, was weiß ich, von mir aus Palästinenser, damit die auch was abkriegen. Was hat der mit Islam zu tun? Ja, also, sie sind nachher beleidigt, deswegen habe ich extra 3 Länder aufgezählt. Dann sind alle nachher beleidigt. Was hat der mit Islam zu tun? Das ist das Problem. Das ist irgendeine Jugendgang. Die stehen da so auf dem Bild, machen einen auf Rapper, was weiß ich, keine Ahnung. Und das ist auf einmal Islam. Da ist der Islam dran schuld. Der Islam ist dann schuld. Der Islam, der das verboten ist, daran schuld. Nee, schuld ist daran, dass die Leute den Islam nie gelernt haben. Das ist daran schuld. Und das muss man klar sagen. Und jetzt kommt man zu einem in die Schule und sagt, ja, die Mädchen, warum sollen die Kopftuch tragen und so weiter und so fort. Leute, Schwestern, ihr müsst alle das Kopftuch anziehen. Lasst euch doch nicht kleinkriegen. Subhanallah, geht heute hier raus und sagt ihr, ist mir sowas von egal, wie mich irgendjemand anguckt oder ob die mich irgendwie blöd anmachen. Es wird von Integration geredet. Integration ist ein zweiseitiger Prozess. Wenn du morgen das Kopftuch anziehst, kommt in die Schule, die Arme, sie wurde gezwungen, sie hat dieses und jenes, bist du jetzt zwangsverheiratet worden. Ja, das ist der Punkt. Ja. Und da darf man sich nicht kleinkriegen lassen. Und der Problem ist, und das sehe ich immer wieder, Moscheen in Hessen, im Frankfurter Raum. Wisst ihr, was die gemacht haben? Ich bin im Jahr 2006, 2007, war ich fast jeden Monat in Hessen gewesen, einer Moschee. Fast jeden Monat. 2006, 2007. Auf einmal 2008 kein einziges Mal eingeladen.
2009 kein einziges Mal in eine Moschee eingeladen. Ich habe mich gefragt, was ist los? Was passiert? Wie kommt das? Wisst ihr, was passiert ist? Da sind die Kollegen, Behörden, zu den Moscheen gegangen, Ende 2007, weil wir haben das jetzt mitbekommen, weil Brüder von uns, die wollten in eine Moschee nach Wiesbaden gehen, und dann hat sich dann irgendein Migrationsamt gemeldet und hat zu denen gesagt, ja, diese Personen gehören zu dem Personenkreis von Pierre Vogel und so weiter, und der hat extrem integrationsfeindliche Positionen. Aha. Moment, was meinen Sie denn jetzt mit Integration? Was sind denn dann Ihre Ziele? Sagen Sie uns das doch mal. Da haben da die ganzen Moscheen in dem Frankfurter Raum einen Integrationsvertrag unterschrieben. Zum Beispiel, dass die muslimischen Mädchen auch zum Schwimmunterricht gehen sollen, zum Gemischten und so weiter. Hör mal, vor 40 Jahren, vor 50 Jahren gab es in Deutschland getrennten Schwimmunterricht. Vor 40, 50 Jahren durften die Mädchen in der Schule noch keine Jeans tragen. Da habt ihr Glück gehabt, oder? So, war das damals gut und heute schlecht, oder wie ist das? Nee, das hat was damit zu tun, dass man damals erkannt hat, dass das gegen die Schamhaftigkeit ist. So, wenn wir uns für traditionelle Werte einsetzen und die Mädchen dazu motivieren, auf individueller Basis sich keusch zu kleiden, und übrigens die Männer auch, ja, weil der Mann kann auch nicht mit der engen Jeans rumlaufen, ist so, dann, oder er muss natürlich etwas drüber tragen, ist ja klar, dann ist das jetzt integrationsfeindlich. Christliche Gruppen, frag doch mal einen Kardinal Meissner, ob das mit dem christlichen Glauben vereinbar ist, dass man nackt voreinander am Schwimmen ist. Ja bitte, das ist doch nackt, oder? Was ist denn der Unterschied zwischen jemandem, der splitternackt ist, oder jemandem, der eine Badehose anhat? Was ist der Unterschied? Da gibt es so gut wie gar keinen Unterschied. Der Unterschied ist nur, dass der eventuell... Nee, ich brauch's nicht auszusprechen. Das ist der Punkt. Es ist fast gar kein Unterschied. Das ist der Punkt. So, aber wenn wir Muslime den Mund nicht aufmachen und dann kommen die Moscheen noch unterschreiben so einen Schwachsinn, dann ist das klar. Dann ist Pierre Vogel der Böse, weil der dagegen redet. Man muss den Mund aufmachen, sich nicht jeden Schwachsinn gefallen lassen. Und stolz sein auf seine Religion. Und klar definieren, was man will. Und das ist das, was ich euch sage. Zieht euch nicht diesen Schuh an. Was werden auf einmal die Moscheen für die fehlgegangene Integration zur Verantwortung gezogen? Wie kommt man darauf? Was soll das? Das ist Schwachsinn. Das heißt, das ist gar nicht denen ihre Aufgabe. Aber natürlich, wir sagen, wir sollten solche Sachen anbieten. Wir sollen die Leute motivieren. Und ich motiviere jeden von euch hier, will ich motivieren. Glaubt mir, versucht in der Schule die Besten zu sein. Zeigt denen, dass ihr es könnt. Damit nicht auf euch geguckt wird, siehst du hier, der hat keine Ahnung. Das ist nämlich der Punkt an der ganzen Sache. Aber man muss auch konsequent in der Religion sein. Das sind nur die Tipps, die ich geben wollte.